Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir haben heute mal... oh Gott, das geht schon mal gar nicht gut aus. Ja, so viel dazu. Ein weiteren Wunsch... Stopp mal, wir crashen nicht mal. Und zwar, oh Gott, der Baum war etwas stabiler als gedacht. Dass wir mal eine Verfolgungsjagd wieder machen, aber andersherum, dass wir verfolgen. Ich dachte mir, wir gehen dafür mal auf Stairway Mountain. Weil, also bei East Coast USA könnt ihr zwar Kurven fahren, die wir nicht erwarten und so weiter, aber ich denke, hier können wir eine ganz coole Verfolgungsjagd draus machen. Und ich dachte, wir nehmen verschiedene Fahrzeuge. Wir haben den Cobalt V6R oder wie auch immer der heißt. Auf jeden Fall der ziemlich schneller. Und ich dachte, wir nehmen den Charger Daytona. Bis ich herausgefunden habe, dass der absolut nicht gut handelbar ist in dem Fall. Daher nehmen wir mal unseren, meiner Lieblingswagen in dem Spiel, die Mod. Und zwar, wo ist er? Hier, M3-Verschnitt. Allrad, ich will aber nicht Allrad. Das ist 5er, bist du? Heck, ne? Genau, ja. So, dich nehmen wir in Scarlet Red. So, mal sehen, ob das jetzt besser klappt. Ohne, dass wir kaputt gehen. Die Sache ist halt eben, der Covert ist verdammt schnell. Ist ja der Rally-Covert. Also da müssen wir echt aufpassen. Aber wir können die Kurven vielleicht ein bisschen mutiger nehmen als er. Und deswegen müssen wir halt eben den Nachteil, den wir haben, müssen wir ausgleichen. Warum cuttest du uns die Power? Okay, die KI kommt gerade gar nicht mit der Schaltung zurecht. Au. Okay, das klappt gerade alles nicht so, wie es soll. Weil die KI jetzt gerade, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wie sich die ganze Zeit verschaltet. Und so weiter. Was haben wir denn hier? Okay. Die ist neu. Die hatten wir noch nicht, glaube ich. Kaufsvariante ohne Spoiler und so privat aussehend. So. Passiert erstmal nichts, bis irgendwann der Turbo reinkickt. Und dann hat man viel zu viel Power auf einmal. Okay, das ist klar. Also immerhin crashen wir, aber irgendwie verfolgt sich immer nicht hin. Was ist denn los mit den Fahrzeugen heute? Guck mal, ich gebe Gas. Vollgas. Nichts. Nee, jetzt. Jetzt haben wir Power. Aber bis fast 4000 Umdrehungen ist nichts bei dem Wagen. Da ist ein... Keine Ahnung. Da ist ein Pigeon schneller. Das will ich jetzt ausprobieren. Ich wette, der Pigeon ist schneller. Am Anfang. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier einmal ein Pigeon. Ich wette mit euch, der Pigeon ist schneller. Der zieht den ab. Auf den ersten paar Metern. So, wir nehmen die Basisvariante des Pigeons. So. Was wir machen ist, damit wir gleich sind, so gleich auf, ja. Wir machen Gas, so. Und geben hier auch Gas. Der Pigeon ist genauso schnell. Der Pigeon ist am Anfang genauso schnell. Ich glaub's nicht. Das ist ja schon was peinlich hier. Und dafür haben wir den Wagen jetzt komplett geschrottet. Okay, wir brauchen jetzt endlich mal einen Wagen, den ich fahren kann. Was hat denn... Oder wir nehmen halt eben auch den Covert. Das können wir auch nehmen. Ja, nehmen wir einfach auch den Covert. Machen wir Covert gegen Covert. Wenn ich ihn finde. Hier, den hatten wir. V6A4. Und dann nehmen wir mal... Blijo, was auch immer. Hilton Turbo nehmen wir mal. So, dann sollte das Ganze besser ausgehen. Der Pigeon ist dann irgendwo gecrashed, glaube ich. So, der ist auch gecrashed. So, der ist ein bisschen schneller losgekommen als wir. Oh, der fuhr sich auch nicht so. Oh Gott, ich komme gerade mit den Autos aber gar nicht zurecht. Oh Gott, ich kann nicht fahren gerade. Was los? Kann ich mal bitte irgendeine Kurve kriegen? Ist ja schrecklich. So, Fokus. Ich kriege keine Kurve gerade. Boah, Counter-Steer. Ich kann nicht fahren. Also ich glaube, ich war noch nie so schlecht im BeamNG. Ich weiß nicht, was los ist. Gas. Ah, okay, ab und zu gibt es jetzt vielleicht kein Gas geben. So, sobald man vom Gas geht,
absolut bricht er aus. So, ja, ja, ja. Okay. Die kicken halt eben so rein, die Turbos bei den Wagen. Bei den beiden. Also beim Corvette und beim. Los hier rum. Er kommt weg. Und beim Bowlight, würde ich sagen. So. Und absolut keine. Nee, also ich krieg die Wagen nicht unter Kontrolle. Unglaublich. Absolut nichts zu machen gerade. Vom Einzelnen kriege ich doch wohl unter Kontrolle, oder? Haben wir irgendwie hier eine. Low Suspended, genau. So. Vielleicht kriegen wir jetzt mal irgendwas hin. So, der crasht eh, den kann man ein bisschen Vorsprung geben. So, wir sind natürlich relativ schnell, das ist die Sache. Wir können an ihm vorbeifahren. Würde ich. Ich kann nicht fahren. Ich kann halt absolut nicht fahren. So, warte mal. Geben wir dem mal auch den Formel 1 Wagen. So, Formel 1, da geben wir dem aber die Variante mit allen möglichen. Hier genau. Hatten wir hier eine KI-Variante extra? Da. Stick in ESC. So, für die KI, genau. Er hatte nämlich Stabilitätskontrolle und so weiter. Stabilitätsprogramm heißt ja. So, und jetzt haben wir ein kleines Formel 1-Rennen hier am Berg, sobald ich mehr als eine Kurve kriege. Hoffentlich. So, nicht crashen. Bremsen. Die verbremsen uns nämlich immer. Okay, hier rein. Oh. Unser Splitter. Scheiße, das ist nicht gut. Wir haben nicht zufälligerweise seinen Reifen auf dem Schlitz, oder? Wir haben viel weniger Grip jetzt. Oh, okay. Dafür haben wir jetzt einen Spoiler gemacht. So, können wir außen überholen. Oh, auffassen. Oh, er fährt uns rein. Oh, crasht er? Oder ist er noch neben uns? Ich glaube, er ist hingecrasht. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Ich denke mal. Ah. Ja, der ist gecrasht. So, probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt haben wir wenigstens mal ein paar Kurven bekommen. So. Oh, das war sehr knapp. Okay, hier rum. Versuchen wir uns mal möglichst nah hinter dem zu halten. Nicht so nah. Muss ich wieder ganz schnell bremsen, sonst war schon ziemlich nah. Na komm, raus aus den Kurven beschleunigen. So wie ich, genau. Der Heck bricht aus. Jetzt haben wir schon wieder das Bild gemacht. Und jetzt haben wir halt eben weniger Grip jetzt. Viel Downforce vorne fehlt jetzt. Weil es noch relativ gut geht. Ich glaube, hier oben versuchen die dann irgendwann umzudrehen. So, werden hier mal weiter. Oh. Die Kurve hatte ich nicht. Er guckt, hier drehen die dann. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum die hier drehen. Okay. Aber die. Das mit dem Wunsch, das machen wir ein andermal nochmal auf East Coast USA, weil das funktioniert ja nicht. Der ist verschoben. Das kann ich jetzt noch nicht gelten lassen als Wunsch. So, aber ich dachte mir, jetzt fahren wir wenigstens hier mal mit dem vom Eis ein bisschen rum und gucken, was da so kann. Upala. Okay, Rechtskurven. Und gleich kommt dann die Schikanen-ähnliche Kurve. Da müssen wir aufpassen. So, hier gleich. Okay. Yay. Musstest du nochmal hinten rauffahren? Musstest du nochmal zurückfahren? Musste das sein? Ich glaube, wir können jetzt nicht. Ja, wir können es noch versuchen. Aber das geht, glaube ich, nicht lange gut aus. Ja. Links lenken geht. Rechts lenken geht nicht. Wir müssen die Bande benutzen. Ich kann jetzt wieder. Ja, lenken ist halt schwierig. Aber dafür können wir. Oversteer. Benutzen. Okay. ja. So, jetzt noch einmal bergab. Ist ein bisschen chaotisch, die Folge. Tut mir leid. Nicht springen. Oh, das Blitter da vorne. So, du fährst nicht zurück. Ui, das war knapp. Ich glaube, da war die gerade wieder zurück. Ich weiß auch nicht, was die hier machen. Irgendwann fahren die einfach nur noch im Kreis und wenden nur noch.
So. Ho, 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 ho. Und Reifen geplatzt. Okay, okay. Au, 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 au. So. Crashen wir noch einmal vor in den anderen Form 1 Wagen vorne rein. Machen wir so einen schönen Form 1 Crash. Hier bin ich immer zu nah und da haben wir schon wieder was vom Splitter abgehauen. Und der fliegt weg. Und absolut vorne rein. Ich dachte, wir springen jetzt schön. Das war unspektakulär, aber jetzt zerfresst sich sein Reifen. Und der Peach versucht immer noch Gas zu geben. Hängt er jetzt? Ne, er kann noch weiterfahren. Alles gut mit dem Peach, hat jetzt noch die ganze Burnouts, glaube ich, gemacht. Warum auch nicht? Kriegt der Burnouts? Ich will jetzt ausprobieren. Der Heckantrieb? Ah, kriegt sie nicht. Kann sie. Ah, 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 ah. Da, Burnout. Burnout im Peachen. Wir machen tatsächlich einen Peachen Burnout. Da, guckt, wunderschön. Zwar nur mit einem Rad, aber trotzdem. Burnout ist Burnout. Okay, ich denke, das war's mit der kleinen chaotischen Folge heute. Ich hoffe, es. Okay, verloren. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn es gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wie gesagt, Wünsche immer in die Kommentare packen. Dann mache ich die, nämlich wähle ich mal einen für die nächste Folge aus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, was gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao. Das war unspektakulär.